So, jetzt kommen wir zu Teil 2 der ganzen Geschichte. Wir haben in Teil 1 sozusagen kennengelernt, was gibt es im Studio an Technik. Was muss ich dort beachten? Grundsätzlicher Natur. Und jetzt kommen wir natürlich in den zweiten Teil rein. Wie benutze ich das Zeug? Mal ganz trocken gesagt. Und da gibt es gar nicht so viel zu beachten. Ein Punkt ist natürlich, ich muss Blitze verstehen. Ich kriege immer wieder die Frage, kann ich auch mit meinem Systemblitz im Studio arbeiten? Natürlich kann man das. Also das ist überhaupt kein Hinderungsgrund. Es gibt zwei Unterschiede zwischen Studioblitz und Systemblitz. Der erste, meistens sehr bekannte und überschätzte, ist das Thema Leistung. Natürlich hat ein Studioblitz mehr Leistung, also liefert mehr Licht als der Systemblitz. Im Schnitt ist es, sagen wir jetzt so Standard-Studioblitz gegen Standard-Systemblitz, ungefähr 3 Blendenstufen. Heißt in der Praxis aber nur in Anführungsstrichen, dass ich eben um die gleichen Lichtmengen oder Ergebnisse zu erzielen, ich den Systemblitz, also beim Systemblitz, die Blende ein bisschen öffnen muss und im Prinzip eine andere ISO-Zahl benutzen muss. Aber wenn ich jetzt mal reell betrachte, ich habe jetzt eine hochwertige Kamera, eine moderne, ob ich jetzt mit einer ISO 100 arbeite oder mit einer ISO 400, um zum Beispiel 2 Blitzstufen rauszuholen, oder ob ich mit einer Blende 11 oder mit einer Blende 8 arbeite, um die dritte Blendenstufe rauszuholen, macht nicht den riesen Unterschied. Jetzt werden natürlich unsere geliebten Theoretiker sagen, ja, es hat schlechtere Qualität in 100 gegen 400. Ich sag mal als ehemaliger Profi, Kopfschuss, beide Beine weg. Die heutigen Kameras haben eine solche Qualität, dass bei unter ISO 1600 kaum was zu bemerken ist. Und es reicht nicht, durch den Laien zu bemerken ist. Und wenn ich das Bildchen dann auch noch stark komprimiere und mit 800 Pixel oder 1000 Pixel bei Facebook dann reinstelle, dann ist der Unterschied überhaupt nicht merkbar. Sorry, ist einfach so. Wenn ich das Bild natürlich, was keiner macht oder fast keiner macht, statistisch, auf 2 Meter aufblase und an die Wand hänge, meine Bilder hängen an, wenn man nebenbei bemerkt, dann ist das natürlich was anderes. Aber bitte beschränkt euch nicht auf diese theoretischen, abgedrehten, ja, unrealistischen Sachen. Ihr könnt mit dem Systemblitz im Studio arbeiten. Punkt. Es gibt noch einen zweiten Teil, der viel, ja, ich sag mal, gravierender ist, aber meistens gar nicht erwähnt wird. Und zwar ist das die Ausleuchtung. Ich habe hier in meinem privaten kleinen Produktstudio im Keller mal so ein paar Tests gemacht für ein E-Book. Und das ist jetzt zum Beispiel hier ein Systemblitz in einer Halterung sozusagen für mit Bowens Bayonet. Ihr erinnert euch, erster Teil, Lichtformer, Anschlusstypen. Also ich kann also auch ganz normale Lichtformer aus dem Studio mit einem Bowens Adapter an einem Systemblitz benutzen. Und das ist da gerade gezeigt. Aber ihr seht an der Wand, ich habe den Blitz auf senkrecht gestellt, mit Absicht, weil wenn ich ja jemanden ausleuchten will, der ein Mensch ist und der ist von oben nach unten, macht es natürlich durchaus Sinn, was auch wenige machen, die Blitzröhre zu kippen. Die Blitzröhre eines Systemblitzes ist linear und nicht, wie im vorigen Bild gezeigt, bei einem Studioblitz rund. Das bedeutet, der Studioblitz bringt eine schöne, gleichmäßige, runde Ausleuchtung. Der Systemblitz nicht. Er bringt eine, ja, eben durch die Linearität der Blitzröhre ja, erzeugte rechteckige Ausleuchtung. Und das kann man hier sehr gut am Testbild sehen. Ich habe in Mitte, habe ich im Prinzip den Bereich, der wirklich vernünftig ausgeleuchtet ist, und dann habe ich einen sehr starken, schnellen, wie man es so nennt, Vorlauf. Und die Ausleuchtung ist eben ja, mehr ellipsoid, mehr rechteckig in der Form als rund und gleichmäßig. So, das ist aber auch schon der einzige Unterschied, den ich habe. Wenn ich das weiß und darauf Rücksicht nehme, zum Beispiel eben mal die Blitzröhre kippe und dann im Prinzip eine entsprechende Softbox oder davor setze, merke ich in der Praxis eigentlich kaum einen Unterschied. So, das zum Thema nochmal kurz Studioblitz und Systemblitz. Also, ihr könnt auch euren Systemblitz mit ins Studio nehmen. Nur wenn ihr das machen würdet, dann müsstet ihr einen Adapter haben für das jeweilige Studiosystem. Also deren Anschluss für die Lichtformer. Ansonsten nützt euch das nicht viel. So, wie sehen Studioblitze aus mit der Einstellung? Ich habe jetzt mal einen genommen, den ich persönlich auch besitze.
Und da gibt es auch kleine Videos im Hintergrund, die das, ups, aber da bin ich jetzt ein bisschen zu früh, da wollte ich nicht hin, die ihr euch auch noch anschauen könnt. Das sind drei Videos, die schon existieren zum Thema, wie stelle ich einen Blitz ein, einen analogen bzw. digital angezeigenden Blitz und so weiter. Aber hier nochmal kurz eine Übersicht für diejenigen, die sich diese Video nicht angucken wollen. Was habe ich hier? Ich habe eigentlich im Prinzip erstmal zwei grundsätzlich wichtige Teile dabei. Den Ein- und Ausschalter. Ohne dem geht nichts. Natürlich muss ich einfach Strom herholen, bei dem Jungno, der nicht Jungno, bei dem Jinbei, der hier gezeigt wurde, ist der Anschluss eben von hinten, andere haben es von unten, von der Seite, wie auch immer. Es gibt grundsätzlich immer zwei, ja, Möglichkeiten, hier in diesem Fall mit diesen Knöpfchen, mit den Tastern, die Blitz, ja, Leistung zu ändern, rauf und runter zu bringen, entweder über Zehntelstufen, über Drittelbelichtungs- oder Blendenstufen. Ist egal, auf jeden Fall wird sie oben in dem Display angezeigt. Diese, ja, Einstufung geht dann von 1 bis von mir 7 jetzt bei dem Jinbei. Was bedeutet das? Das heißt, ich habe einen Einstellungsbereich von 7 Blendenstufen. Das heißt, ich fange mit sehr wenig Licht an und kann dann immer mehr dazu schalten und das ist sehr fein gesteuert. Sehr zu empfehlen. Also umso mehr oder umso feiner ich das einstellen kann, umso besser ist das. So, ich habe hier einen Infomode-Auslöser. Da hatte ich im ersten Bereich, glaube ich, schon mal angesprochen. Man kann im Prinzip Blitze sozusagen sehr mäßig auslösen in der Hinsicht. Das heißt, er wartet im Prinzip auf den Nachbarblitz. Wenn der auslöst, geht er einfach mit. Man nennt das Slave-Modus. Dafür ist im Prinzip dieser kleine Sensor. Ich habe hier die Möglichkeit, eben logischerweise das schon angesprochene Einstellungslicht ein- und auszuschalten, beziehungsweise die Leistung entsprechend zu regeln und so weiter und so fort. Ich kann hier einen Testblitz auslösen, was auch ab und zu mal Sinn macht. Ich habe hier die berühmte, ja, Sync-Buchse. Den Begriff kann man sich merken, weil jeder Blitz, ja, oder nicht jeder, aber die meisten Blitze, es gibt auch schon welche mit Funksteuerung, müssen ja irgendwo ausgelöst werden. Und erinnert euch an die Blitzauslöser, die werden mit dem Käbelchen, auch das könnt ihr in dem separaten Video viel besser dann entsprechend sehen, angeschlossen und lösen dann entsprechend aus. So, der Rest ist schon bekannt, das ist im Prinzip, ne, eine entsprechende Befestigung ans Stativ und so weiter und so fort. Die wichtigsten Punkte sind ein Ausschalter, also für den Tagesbetrieb sozusagen für den Anfänger, und die Möglichkeit, die Lichtmenge entsprechend rauf und runter zu schalten. Wie gesagt, von mir gibt es, gleich seht ihr das noch im letzten Folie, entsprechende separate Videos zu dem Thema, wo ich drei bei mir rumfliegende Blitze verschiedenster Art mal dargestellt habe, wie ich die einstellen kann. Und daran muss man sich gewöhnen. Es gibt da nicht die Normierung, es gibt da auch keinen Standard. Alles ist anders. Und das ist wirklich der Fall. Aber im Endeffekt läuft es immer wieder auf was hinaus. Ich habe im Prinzip eine Anzeige oder auch nur einen Drehknopf und so weiter, wo ich im Prinzip jetzt hier die Lichtmenge rauf und runter schalte, Ein- und Ausschalter, Auslösung, fertig. Ein Systemblitz ist da ein bisschen komplizierter. Ein Studioblitz ist im Normalfall, wie gesagt, gibt noch ein paar Ausnahmen mittlerweile. Sehr, sehr einfach. Ne? Einschalten, ausschalten, Licht auslösen. Mehr ist dort nicht. Und deswegen sage ich auch immer, macht euch keinen Kopf über die Studiotechnik. Sie ist trivialer, als ihr glaubt. So, jetzt kommt natürlich ein wichtiger Punkt. Auch da gibt es ein separates Video zu. Gerade mit diesem Beispiel von Siconic, Blitzbelichtungsmesser, den ich persönlich auch benutze, den ich auch empfehlen kann, logischerweise. Das Blitzlicht zu messen. Das Problem ist, unsere Kameras sind in der Lage, nur ein kontinuierliches Licht zu messen, keinen Blitz. So, das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich arbeite mit Testauslösung, das heißt, ich stelle den Blitz auf irgendeine Leistung, löse die Kamera aus, gucke mir das Ergebnis an und sage, okay, ist zu hell oder zu dunkel, gehe zum Blitz und regel rauf oder runter. Trivial, kann ich machen, kostet mich ein bisschen mehr Zeit, funktioniert aber. Sehr viele machen das so. Ich persönlich bin ja ein bisschen fauler in der Hinsicht. Ich habe es auf der einen Seite gerne ein bisschen präziser, auf der anderen Seite auch ein bisschen schneller. Ich benutze ein Blitzbelichtungsmesser.
Einer der bekanntesten Hersteller ist Siconic. Es gibt noch Gossen, es gibt noch so eine ganze Menge anderer. Aber der ist, ja, ich sage mal, auch gerade dieses Modell ist wahrscheinlich das meistverkaufte weltweit. Wie auch immer, sehr trivial. Gibt es ein separates Video zu, wie ihr das Dingchen einstellen könnt. Und da gibt es einen Link zu. Was gemacht wird, ist, man stellt einfach hier über Mode den Belichtungsmodus ein. Hier im Augenblick ist jetzt auf Dauerlicht geschaltet. Wenn das hier im Prinzip ausgefüllt wäre oder umrandet wäre, wäre es im Prinzip mit Flash-Auslösung über den Blitz. Das heißt, wenn ein Blitz ausgelöst wird, wird hier gemessen. Und das rechte ist über Kabel. Das heißt, hier unten habe ich wieder das berühmte Käbelchen, ne, den Anschluss. Ich kann natürlich da auch im Prinzip jetzt ein Auslösekabel dran machen und dann den Belichtungsmesser parallel zum Blitz im Prinzip auslösen. Macht aber heutzutage keiner mehr. Jeder benutzt im Prinzip den sogenannten Slave-Modus. Das heißt, der Blitzbelichtungsmesser wartet auf die Auslösung eines Blitzes und zeigt dann das Ergebnis an. Was ich dann noch machen muss, ich muss die Blitzsynchronisationszeit einstellen. Das ist bei modernen Kameras 125 Sekunde oder 160 Sekunde. Gibt auch welche schon mit 200, ist aber eigentlich gar nicht von Belang. Klar, ich unterdrücke da mehr oder umso kürzer die Zeit ist, umso weniger vom Umgebungslicht bekomme ich mit rein. Aber jetzt kommen wir auf den Punkt Blende. Ich wähle sowieso im Studio in den meisten Fällen eine Blende, die relativ hoch ist. Weil ich habe mit Schärfentiefe da oder sagen wir tiefen Verläufe eigentlich normalerweise nichts am Hut. Wie gesagt, Ausnahmen bestehen die Regeln, das gibt's. Und arbeite dann mit höheren Blendenwerten, zum Beispiel 8 oder 11. Das heißt, ich stelle sozusagen das Blitzlicht so ein, dass hier zum Beispiel eine 11 erscheint. Jedes Mal, wenn ich im Prinzip messe, gucke ich nach, okay, Blende 8, braucht mehr Licht, Blende 16, zu viel Licht, also ein bisschen runterdrehen. Bis ich dann hier die 11 stehen habe und dann habe ich im Prinzip auf meiner Kamera sozusagen die ideale Belichtung für das Objekt. Und das ist der entscheidende Punkt. Was messe ich? Ich habe hier oben diese Kalotte, die sollte auch da drüber geschoben sein. Dahinter befindet sich ein Sensor, der das Licht misst. Und diese Kalotte halte ich ans Objekt. Und wie halte ich sie ans Objekt? Bleiben wir jetzt mal beim Modell. Ja, da, wo ich im Prinzip im Endeffekt im Bild die ideale Belichtung haben will, also wo ich 18% Grau haben will, an die Stelle halte ich sozusagen die Kalotte mit, ja, in Richtung des Blitzes. Wir messen hier direkt das Licht, nicht reflektiert. Deswegen immer zur Lichtquelle. Da gibt es auch eine Menge, ja, ich sag mal, verrückte Aussagen in der Welt, aber ich kann euch als Physiker sagen, die Lichtquelle ist entscheidend. Also immer in Richtung der Lichtquelle. Aber die Frage ist, wo halte ich an? Mal übertrieben gesagt, möchte ich im Prinzip das Dekolleté des Models richtig belichtet haben, müsste ich die Kalotte sozusagen im Dekolleté halten, also den Belichtungsmesser. Möchte ich im Prinzip das Gesicht ideal belichtet haben, dann natürlich am Gesicht. In den meisten Fällen geht man einfach hin und hält den Belichtungsmesser unter das Kinn sozusagen des Models. Nicht aufs Kinn oder dran knallen, sondern einen Zentimeter drunter. Und hat dann, was das Gewicht angeht, an entsprechend gute Ausleuchtung. Aber wie gesagt, es ist keine absolute Regel, das so zu machen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde und würde, das geht jetzt natürlich für den Anfänger zu weit, aber ich würde eine Silhouette fotografieren wollen, dann kann es durchaus sein, dass ich eben eine andere Stelle mit 18% Grau haben möchte und den Rest schwarz. Dann muss ich natürlich auch den Belichtungsmesser dort ansetzen, wo das entsprechend der Fall ist, zum Beispiel an den Konturen des Körpers. Das, wie gesagt, ist eine Stufe für Fortgeschrittene. Für einen Anfänger grundsätzlich einfach, ja, dahin halten, wo es wichtig ist, und das ist normalerweise Gesicht. Und dann, wie gesagt, kann ich hier rechts, da ist dieser Auslöseknopf, den drücken, und wenn ich den gedrückt habe, dann wartet im Prinzip der Blitzbelichtungsmesser auf den Blitz. Sobald der Blitz ausgeführt wurde, also ein Testblitz ausgeführt wurde, misst er die entsprechende Lichtmenge und zeigt die hier entsprechend an. Das war's schon. Also im Studio ist das Lichtsetzen bzw. Lichtmessen sehr trivial, weil ich brauche ja nur eine Größe ändern. Belichtungszeit bleibt gleich, ISO bleibt gleich. Was variiert, ist im Prinzip die Blende. Und die variiert aber auch nur
sozusagen am Blitz und nicht an der Kamera. Wie gesagt, Kamera stelle ich mal eine Blende oder 8 fest ein und fertig. In den meisten Fällen jedenfalls. Und dann messe ich sozusagen nur noch oder stelle den Blitz, die Leistung des Blitzes so ein, dass ich eben dann diese Blende 8 oder 11 hier entsprechend halte. So einfach ist das in der Praxis. So, wie gesagt, ich habe für die Sachen, die gerade eben angesprochen wurden, schon Detailvideos schon längerer Zeit. Es gibt drei, die sich mit den Blitzeinstellungen, also Studio-Blitzeinstellungen beschäftigen. Das sind zwei, mache ich jetzt, analoge Blitze. Analog heißt, die Einstellung ist analog. Digital heißt, die Einstellung erfolgt mit diesen Tasten und mit der entsprechenden Digitalanzeige. Aber da gibt es unterschiedlichste Typen auf dem Markt. Und deswegen, je nachdem, wo man, welche Studio man kommt, kann man auch entsprechende Sachen dann erleben. Deswegen nicht schlecht, sich die alle dreimal anzuschauen. Und der letzte, vierte oder vierte kleine Video zeige ich dann nochmal in live, wie man mit dem Blitzbelichtungsmesser entsprechend arbeitet. So, das war Teil 2. Und Teil 3 würde ich mal einfach zeigen, sozusagen meine erste Lichtsetzung. Wie mache ich im Studio als Anfänger ein paar Aufnahmen, die, ich sag mal, immer gut ankommen, ohne mich zu verbiegen, beziehungsweise unheimlich schwer zu tun. Okay, ich hoffe, das hat euch was gebracht und bis zum Teil 3 dann eben.